Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. So, wir befinden uns hier und, ach, das ist ja witzig, guck mal hier. Das ist doch von E.T., weißt du, da sitzt E.T. drin in diesem Rad, wo er mit dem Fahrrad durch die Gegend eiert. Die Leute, die E.T. noch nicht gesehen haben, ist ein Film aus den 80ern. Relativ cool, damals von Steven Spielberg. Sollte man sich vielleicht mal anschauen, wenn man ihn nicht gesehen hat, weil der wirklich gut ist. Hier hinten ist eine Leiter, ja? Hier ist eine Kugel. Okay, gucken wir uns die Szene mal an hier, was man hier machen muss. Also wir wissen, die anderen beiden Szenen haben was miteinander zu tun gehabt, dann wird diesen Szenen wahrscheinlich mit dem anderen auch was zu tun haben. Wir gucken uns die Szene mal an. Schicken wir Luigi schon mal rein. Okay. Oh. Das ist ein Actionfilm. Noch kann ich nichts bewegen hier. Ah, jetzt hab ich ihn erwischt. Oh nein, aber Luigi ist auch platt. Ärgerlich. Da ist Luigi wieder. Nein! Nein! Jetzt aber. Ich schnapp ihn mir. Ach komm, kann ich auch noch erwischen. Ja, super. Mit alle drei. Okay. Macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn. Oh, er kommt auch noch. Okay. Ich war's. Entschuldigung. Da kann er. Oh komm! Ab ins Haus! Okay. Geklärt die Szene. Und da ist eine Sirene. Brauchen wir die? Nee, dann schade. Okay, da können wir nicht rein. Okay, also mehr kann man hier jetzt gerade nicht machen. Lass uns zurückgehen. Jetzt gucken wir uns die andere Szene mal an. Aber warte mal, ist hier nicht einfach über den Fernseher? Ja. Machen wir kurz mal an. Und dann gehen wir mal hier rein und gucken uns die andere Szene an. Denn die müsste ja dann irgendwas damit zu tun haben, oder? Ich vergesse. So, dann gehen wir hier vorne in die Vierer-Szene. Erstmal gibt's hier Gold. Nee. Dann gibt's Gold. Sehr gut. Und mal spinnen. Okay. Mal aktivieren hier. Okay, warte mal, da kommen wir noch. Montiert. Da ist das rote Ding, was er braucht. Nur sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist, aber es hängt im Spinnweben fest und die machen einen ziemlich robusten Eindruck auf mich. Das geht nicht. So da reinkrabbeln, Luigi? Wir haben natürlich so nicht so viele gefunden, aber
Wenn das Ding schon mal da liegt, dann nehme ich es gleich mit. So, hier sind aber Riesenmünzen, ne? So, wir lassen Luigi mal hier stehen in der Szene und gucken uns die ganze Szene mal an. Du könntest bestimmt an das Megafon herankommen, wenn du die Spinnenweh mit Feuer zusetzt. Okay, jetzt wissen wir, warum die andere Szene da ist, wegen Feuer. Das Gute ist, dass wir natürlich jetzt auch die... wie heißt das? Okay, warte mal. Da. Das Gute ist ja natürlich auch, dass die, dass wir das Mega, diese Fackel geholt haben. Okay, die ist nicht so cool. Oh, aber das sind kleine hinten. Eieiei, da ist die Kohle hier. Okay, Feuer haben wir nicht. Gut, pass auf. Dann holen wir jetzt mal die Fackel. Wenn das so ist, wie gedacht ist, dann müsste es ja genauso sein. Pass mal auf. Die Fackel haben wir ja geholt schon. Die muss hier eben rumliegen. Oh, wo liegt die? Ist die weg? Ne, da. Da. Und mit der Fackel gehen wir hier rein. Gut. Und... Achso, müssen die Fluigi hier hinlegen? Fluigi, Fluigi meine ich, Entschuldigung. Gehen hier hin und füllen. Und holen uns Feuer. Perfekt. Szene raus. Fluigi lässt liegen. Ich nehme das Ding auf. Und dann geht's wieder hier rein. Und da habt ihr einen Spinnweben. Es ist ja echt, also wahnsinnige Ideen, die die haben, ne? Muss man ja sagen. Also das ist ja wirklich crazy. Mal gucken. So. Oh. Wolf. So, Fluigi, bleib mal hier. Ich mach dein die Kamera. Achso, warte. Ich muss das Ding aufmachen wahrscheinlich, ne? Okay, ist genau die Flamme gelaufen. Das habe ich nicht so gedacht. Nein! Okay. Geht das auch da irgendwie raus? Ja. Nochmal. Wahrscheinlich wird der Typ uns jetzt trotzdem angreifen, wenn wir gerade so lieb geholfen haben. Bringen wir ihn trotzdem als Megafon. Vielleicht haben wir ja mal Glück und sind freundlicher Geist. Guck mal! Moment mal, du da, nicht weggehen. Es ist mir ein bisschen noch nicht aufgefallen, aber dein Gesicht hat interessante Züge. Dazu noch dieser Körperbau? Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Du hast das Zeug, zum Star zu werden. Ah, meine Kreativität wird endlich wieder zum Leben. Los, wir drehen sofort. Okay, eine neue Szene. Er läuft die Messe. Zack, zack. Wo ist denn meine Crew? Bin ein bisschen groß dafür, oder? Das ist lustig gemacht.
Oh, gegen Godzilla? Okay, dann darf ich nicht berühren. Okay. Oh, das geht auch nicht. Ein bisschen Lebensgewicht. Ah! Ah! Hilfe! Oh nein! Das Leben noch da. Vielleicht kann ich das Ding mit dem Pünüppel. Nein, wir müssen gleich mal ausprobieren. Okay, das geht nicht. Hey, wann das Monster ein Ballerspuk trifft ihn direkt weg. Aha! Er kann Schläger pusten. Ich. Weiter so, okay. Dann gefällt dir das. Hab ich gesehen. Oh, Feuer ist nicht so gut. Dann kommen die Autos. Oh, ich hab ihn noch zurückgepustet. Scheiße. Noch ein Leben bekommen, ha. Warte. Der kann auch noch pusten. Ah, das ist ein bisschen Licht ab. Oh, weglaufen. Oh. Lauf! Oh. Hängt da so ein kleiner Eckenhänger fest. Das ist wirklich blöd. Ja, das ist ein... Button smashen! Ah, du Spast. Oh. Das ist nackig. Das hier. Das hier ist wahre Kunst, Alter. Ah ja. Ja, ich will ein Leben noch haben. Gut. Das war gut. Was, wir kriegen mal was von dem Geist? Was ganz Neues. Oh, er ist glücklich. Kann seinen Film schneiden. I'm a star! I'm a star, yes! So, komm, wir holen uns
Oh, schade, ich wollte uns das Leben holen. Aber es macht nichts, dann können wir aber zurückgehen. Gehen wir auch mal in den Dings rein. In den Schneideraum. Das sah ja so aus, wie wir da hingehen sollen einmal. Machen wir mal. Mein Film ist fast fertig. Fast! Bei der Werbung möchte ich nicht gestört werden. Das erfordert eine höchste Konzentration. Ach cool, wir nehmen ihn trotzdem mit. Oh boy, phew. Oh ja. Das war vielleicht nicht so ganz nett, aber das machen wir trotzdem. Da. Wollen wir uns das noch angucken hier? Ja, das ist ein guter Kampf da hinten. Perfekt. So. Haben wir den Button auch bekommen. Super. Schnell. Zum Vorstuhl. Scheiß Boxhandschuh. Hat uns Nerven gekostet, der Boxhandschuh. Zack. Und jetzt nehmen wir den Knopf mal rein. Oh, Feuer. Haha. Yeah. Sehr gut. Oh yeah. Das heißt, ist das daher ernst? Schaut euch das an, ey. Ich dachte, das wäre jetzt fertig. Oh no. Das ist eine dumme Katze. Das ist die Katze von dieser Besitzerin, ne? Doch gar nicht. Wäre auch so einfach gewesen. So, jetzt holen wir den Boxhandschuh. Jetzt können wir ihn bestimmt benutzen. Ich frage, wo sie hin ist. Wo ist sie denn jetzt hin? Blödes Kätzchen. Hä? Das ist doch verrückt. Mit Kameras kann man nicht mehr benutzen. Die sind alle umgekippt. Dann würde ich behaupten, ist sie nicht hier drin, sondern sie ist immer noch da draußen irgendwo. Ah, man muss. Das Spiel ist echt für jede Überraschung gut hier, ne? So, den brauchen wir. Ist das Polterkatze nicht mehr, Luigi? Dann probier es mal mit der Düsterlampe. Das ist eine Düsterlampe. Manchmal hinterlassen Geister Spuren an Orten, in denen sie gewesen sind. Leuchtet alles mit der Düsterlampe ab. Okay. Achso, einmal die Lampe. Okay, machen wir mal. Da. Ah, okay, sie ist da rein. Doch dadurch, okay. Die ist hier reingegangen. Gehen wir da auch rein. Okay.
Wow. Ja. Ich sag mal da rein. Oh, schade, ich dachte, ich krieg das Herz noch. War nicht gekriegt? Nee. Okay. Da ist hier reingegangen? Da waren wir vorher noch nicht drin. Was dreht sie da raus? Wilde Katze. Ah, Mist. Oh, du blöde Katze. Okay, ist gar nicht so klein, wie ich dachte. Das Polleck ist in sich dir näher, setze genau im richtigen Moment den Strobo-Blitz ein. Ja, hab ich vorgehabt. Ah, okay, ich muss mit dem Rücken zu ihr stehen. Genau, war zu dicht. Ich darf ihn nicht umdrehen, sie muss, okay. Ah. Komm ganz langsam rein. Hey, das war doch der richtige Moment fast. Fast. Okay, nochmal. Oh, die müsst ihr aufrecht hinstellen. Okay, kriegen wir hin. Okay, ich hab schon wieder vergessen. Keine Geduld. Ich hab Angst, dass sie mir gleich wehtut. Das Kätzchen. Guck mal die Krallen an, ey. Da. Yes, wir haben das Kätzchen. Und jetzt den Schwanz. Sie haut ab? Scheiße. Okay, sie hat drei Schwänze gehabt, haben wir gesehen. Also müssen wahrscheinlich drei Schwänze. Ach, scheiße. Wo ist sie? Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass noch so eine Geschichte daraus entsteht. Ach so, warte, ich hab eine Idee. Ganz easy peasy. Da ist sie schon wieder. Hat sie noch zwei Schwänze. Hä? Wo ist sie jetzt hin? Ist eine Etage runtergegangen wieder? Ja, euer Ernst? Mann. Also wenn sie da durch ist, heißt das ja, sie ist eine Etage runter, ne? Na gut. Okay.
nichts mehr machen. Auf jeden Fall die richtige Spur. Mein Gott. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass das noch alles passiert hier, oder? Hammer, krass. So, wir müssen auf jeden Fall eine Etage runter. Ich nicht. Leben wäre nicht schlecht. Ja. Komm. Okay. Wir haben das Öko-Haus zurück. Weiß ich nicht, wo die Katze sonst hinter ist. Das ist doch verrückt. Kann natürlich noch eine Etage tiefer sein. Ich weiß gar nicht, kann ich es hier angucken? Nicht mal, was richtig ist hier. So. Nee. Am Leben auf jeden Fall. Aber. Mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie richtig sind hier. Aber sie ist ja durch den Boden verschwunden. Da, die Katzenspuren. Jetzt sind wir hier hoch. Mann, ey. Kätzchen. Hier hoch. Hier rüber hüpfen direkt, ne? Hier rein? Ja, scheint wieder rein. Okay. Ah, Mist. Hätte ich doch gerade. Okay. Noch ein Schwanz eingesaugt. Hört sie wieder ab. Alter! Dummes Kätzchen! Oh, no, no. Komm wieder kriegen. Ah. Ist gerade wieder nach oben gegangen? In der Tat, wie ist wieder nach oben marschiert? Na super. Ja, nur eine Etage höher, dann gehen wir auch mal eine Etage höher.
Es ist natürlich gut, dass sie diese Level nochmal benutzen für was anderes hier. Aber trotzdem ist es auch sehr nervig. Dann gehen wir hier rein. Das Glück als Kätzchen ist hier drin. Danke, Viech. Achso, warte. Hier sehe ich das Kätzchen nicht, aber wir müssen wahrscheinlich trotzdem da durch. Sieht auf jeden Fall so aus. Da ist das Kätzchen. Okay. Was wir machen können, das Wasser anzumachen. Warte mal. Nein! Ja, dann kriegst du halt Wasser, das Viech. Schwank, den du hast. Und wegen 7 Leben, du hast nur 3. Aber einmal haut sie noch ab, ne? Oder was? Ah, guck mal. Hui, ja. Aber. Wir gehen nochmal schnell hier hoch. Wenn wir schon mal hier sind. Auch nicht die Idee, die ich hatte. Ich hab gedacht, wenn wir schon mal hier sind, können wir nochmal oben dieses Sternchen-Ding da holen. Dann wollen wir uns ja eh runter wieder. Oh! Das kann auf jeden Fall zum Fahrstuhl. Das ist doch schon mal gut. Gut, aber wir können ja auch direkt zum Fahrstuhl gehen, wenn wir erstmal zum Labor fliegen. Das ist viel einfacher. Brauchen wir nicht den ganzen Weg zurückgehen. Ach nee, das ist ja Quatsch. Das fällt mir gerade ein. Wir sind zwar da, aber wir müssen ja trotzdem wieder zurück. Wir können ja nicht rauskommen. Wir können nur wieder da reingehen. Okay, dann müssen wir wieder runter. Den ganzen Weg. Scheiße. Irgendwie. Ja, der ist netter in Erinnerung, anders in Erinnerung hat. Na egal. Dann gehen wir den ganzen Weg zurück. Nein! Zack, komm in die. Und zurück. Raus. Aber eine witzige Geschichte mit der Katze, muss ich sagen. Also, das haben die sich wirklich was einfallen lassen. Kann man nicht anders sagen. Man denkt, man hat das alles überstanden und zack, und hier wird was Neuem. Also, das ist wirklich cool gemacht, kann man nicht anders sagen. Musik auch, wie die sich immer verändert, ne? Cool gemacht. So. Hm.
So süß, wie der rumtabert, ne? Ach, da runter. So, ist mal eine lange Folge geworden. Aber wenn die Katze nicht gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich kürzer gewesen. Aber ich finde gerade, das mit der Katze ist natürlich etwas, was man einfach zeigen muss, ne? Eine abgefahrene Idee ist. Okay. Hatten wir schon. Ja, den hatten wir schon. So, hoffentlich klappt das jetzt. Schauen wir mal. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.